Welcome to my channel! Heute ist Freitag und es ist 15 Uhr und ich dachte, ich fange mal an, ein bisschen zu vloggen. Ich habe nämlich vorhin noch ein YouTube-Video gedreht, was jetzt schon online sein wird, wenn dieses Video hochgeladen wird. Falls ihr es noch nicht angesehen habt, schaut es auf alle Fälle noch an. Deswegen sehe ich auch so aus. Und ich hatte richtig Lust zu vloggen. Deswegen dachte ich, nehme ich euch doch jetzt einfach mal ein Wochenende lang mit, wie so ein typisches Wochenende bei mir aussieht. Ich weiß noch nicht, was ich anstellen werde. Keine Ahnung. I don't know. But we will have some fun. So let's go. Ich habe mir gerade einen Protein Bar geholt. Ich liebe Protein Bars. Vor allem die von Naturally Pam. Coffee Hazelnut. Ich finde die echt mega gut. Ich habe mich jetzt ready gemacht und treffe mich jetzt mit meiner besten Freundin. Wir gehen jetzt in die Stadt ein bisschen spazieren. Heute Abend gehen wir da noch was Leckeres essen. Wir haben einen Tisch reserviert um 7 Uhr bei Servus Habibi. Das soll der beste Hummus- und Falafelladen sein in ganz München. Ich liebe Falafel und Hummus. Ich bin so gespannt, wie es schmecken wird. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ich trage übrigens meine neue North Face Pufferjacke. Ich finde die so nice. Ich weiß, gefühlt jeder trägt die zurzeit, aber die sind echt mega cool und die kamen gestern an und da musste ich sie heute gleich anziehen. Let's go! Morning, Friends! Ich war heute Morgen auch schon im Fitness. Morgen Motivation ist da. I need coffee. Es ist schon 11 Uhr und ich hatte noch keinen Kaffee. Also brauche ich jetzt wirklich dringend Kaffee. Danach werde ich mich noch an den Laptop setzen und das Video fertig schneiden. Ich hoffe, ich werde heute fertig. But first, Coffee! Boah, das war gerade richtig hektisch. Ich habe wieder ein bisschen länger gebraucht, um mich fertig zu machen. Ich gehe jetzt in die Stadt mit einer Freundin und meiner Schwester. Kaffee trinken, ein bisschen spazieren und vielleicht shoppen. Und ich muss jetzt zur U-Bahn. Ich mache mich schon gerade fertig, denn ich gehe jetzt schnell raus mit meiner Mutter ein paar Bilder machen. Und ich habe noch einen sexy Dutt, denn ich will, dass meine Haare danach ein bisschen gewellt aussehen. Es ist gerade 12 Uhr. Ja, ich habe mir schon einen Kaffee gemacht. Ohne Kaffee geht nichts. Ich bin echt müde. Ich habe gestern einfach noch bis um 1 Uhr Friends geschaut. Um 12 Uhr habe ich angefangen, dann habe ich noch 2,5 Folgen geschaut. Und dann wurde ich so müde, dass ich die dritte nicht einmal mehr zu Ende geschaut habe. Ich muss heute noch 2 Pakete auspacken, beziehungsweise muss ich es nicht, aber ich will es. Denn ich habe wieder was online bestellt. Wer hätte es gedacht? Wisst ihr, was wir heute herausgefunden haben? Es gibt einfach noch einen Weihnachtsmarkt. Und zwar, die dürfen noch bis Dienstag offen haben. Und jetzt hat bei uns einer in der Nähe, der hat einfach offen. Und da gehen wir jetzt heute Nachmittag hin, also meine Family und ich. Es ist zwar November, aber ich finde, jetzt beginnt dann die Weihnachtszeit. Ich freue mich wirklich. Ich ziehe mich jetzt um und gehe dann mit meiner Mutter Bilder machen. Und erfriere draußen. So, let's go. Wir sind jetzt schon auf dem Weg. Und es ist so kalt, obwohl die Sonne richtig scheint. Es sind, glaube ich, irgendwie 7 Grad, aber es ist trotzdem richtig kalt. Vor allem, ich habe nur so eine dünne Strumpfhose an und ich habe mir jetzt noch einen Pulli genommen, mit dem ich mich zudecken kann. Und natürlich
einen Kaffee noch dabei. Also ich habe den jetzt nicht mehr zu Hause fertig trinken können. Deswegen habe ich ihn in meinen reusable Starbucks Cup getan. Mal schauen, wo wir jetzt Bilder machen werden. Ich bin einfach immer noch so erfroren. Es war so kalt draußen beim Bilder machen, obwohl es jetzt auch schon 3 Stunden her ist. Ist mir immer noch richtig kalt. Ich habe gerade zu Mittag gegessen. Ich hatte wieder meine All-Time-Favorite-Joghurt-Bowl. Und ich dachte, ich mache jetzt endlich mal die Pakete auf. Ich habe ein bisschen viel online bestellt. Mit dem macht man nie was falsch. Übrigens wollten wir heute auf den Weihnachtsmarkt gehen. Heute ist Sonntag, es ist Totensonntag, was ein Feiertag bei uns ist. Und der Weihnachtsmarkt hat einfach zu. Auf alle Fälle hoffen wir, dass wir morgen wenigstens hingehen können oder am Dienstag. Denn bei uns schließen ja schon am Mittwoch die ganzen Weihnachtsmärkte, Bars etc. Aber insofern wir morgen gehen, werde ich es trotzdem mitfilmen und jetzt reinschneiden.